Für mich gibt es keine Alternative zur Malerei. Als erstes fällt mir ein, dass bei Malerei einfach alles möglich ist. Das hat mich, glaube ich, schon immer fasziniert. Obwohl viele fälschlicherweise denken, dass Malerei recht beschränkt ist und in anderen Medien viel mehr möglich ist, sehe ich das irgendwie anders. Also es ist zwar nur Farbe auf Leinwand, aber eben halt auch irgendwie viel mehr. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Malerei zu entdecken. Also für mich ist es auch eine Art, sozusagen mein Leben zu verarbeiten vielleicht. Also eine Art Tagebucheintrag. Manche schreiben halt abends Tagebuch. Ich male. Also es ist so ein bisschen Erinnerungen zu konservieren und Sachen also von ganz alltäglichen oder auch wichtige Ereignisse zu verarbeiten und das auf die Leinwand zu bringen. Malerei, weil Malerei hat einen eigenen Wert, eine eigene Sprache. Und mich interessiert die malerische Versinnlichung einfacher Formen und die Gleichzeitigkeit, in der Informationen preisgegeben werden oder auch nicht. Und Malerei hat eine eigene bildinterne Logik. Das interessiert mich darum Malerei. Ursprünglich habe ich angefangen zu malen, weil ich eine Sprache gesucht habe, für die es keine Worte braucht. Ich glaube, das ist so. Ich hatte einen unheimlichen Ausdrucksdrang und konnte nicht sprechen. Aber malen ging. Malerei öffnet mir einen Raum unendlicher Möglichkeiten. Und da finde ich kein anderes Medium innerhalb der bildenden Kunst, das mir diesen Raum so öffnet. Also wo mich Materialität so wenig einschränkt oder mir so wenig vorgibt, wo ich so viel und weit und unendlich selber denken und ausformulieren kann. Und das war letztlich für mich die Entscheidung als ausgebildete Bildhauerin und als Musikerin, mich wirklich für dieses Medium zu entscheiden, weil ich da am größten für mich Schöpfungsraum und auch Tiefe fand. Also in dieser Variabilität. Ich habe mich mit Malerei angefangen zu beschäftigen, weil einfach Farbe für mich total wichtig ist. Und ich habe nicht von Anfang an im Studium Malerei gemacht tatsächlich. Also ich habe viel gezeichnet, auch mal Objekte gemacht, auch mal mit Video experimentiert. Aber am Ende hat mich irgendwie diese Farbe einfach so angezogen. Und seit ich dann angefangen habe, auf Leinwand mit Farben zu arbeiten, habe ich nicht mehr aufgehört. Also mich fasziniert einfach schon diese Komplexität, die man mit diesem einfachen Mittel eigentlich hinkriegen kann auf dieser einen Bildfläche und und hoffentlich transportiert das auch was. Für mich persönlich ist es so, dass mich das schon immer angesprochen hat, fasziniert hat, und warum ich das weiterhin betreibe, ist erstens, ich versuche das gar nicht gegenüber anderen recht zu fertigen, weil ich finde, das ist eins der erotischsten Medien, das es gibt in der Kunst. Also Farbe, aber auch verschiedenes Farbmaterial hat ein sonderbares Maß an Sinnlichkeit. Und dann auch, wie Herr Dr. Lucco erst in der Pressekonferenz meinte, gegenüber den digitalen Strömen und auch den automatisierten Logarithmen in Softwareprogrammen und so weiter, kann der menschliche Geist, insbesondere in der Malerei, glaube ich, besonders spontan und fantasiebehaftet reagieren und sich vielleicht auch wehren. Wehren insofern, dass da ein großes Potenzial nach wie vor und einfach für immer drinstecken wird, sich selbst zu entdecken. Ich glaube, Malerei ist das große Medium der Selbstentdeckung. It seems to me that within painting there are endless possibilities and there is no end to what you can learn and how to progress. And I can't think of anything better to occupy yourself with.